dass die LKWs hier nicht abfahren. Ja gut, tun uns ja. Zwar nicht alle, weil die ja hier rein müssen. Okay. Wir werden das Ganze versetzen müssen. Es hilft nichts, dass ich x-tausend Straßenanbindungen habe. Im Grunde genommen wäre es nicht schlecht, wenn die so einigermaßen gegenüberliegen würden. Weißt du, wie ich meine? Hier zum Beispiel, gut, das würde ich sogar versetzt bekommen. So. Das muss sagen, das kommt weg. Die Schule, hoppla, Zimmer. Jetzt nur mal kurz Stickel nach hinten. So. Das heißt, die Schule packen wir hier vorne wieder hin. Dass wir schöne Kreuzungen zusammenkriegen. Ich glaube, dann sieht das auch ein bisschen strukturierter aus und nicht so. Ich würde es in meiner Sprache so sagen: hickschießen. Schaut es nicht so hickschießen aus. So, gut. Hier wird es schwierig. Das finde ich schwierig. Okay, dann machen wir hier kein Abbiegen für euch. Die fahren halt trotz all dem. Wenn wir es hier so machen, dann müsste das sich eigentlich ja gleich mal auflösen. Und da dürfen es nur kein Abbiegen für euch. Vielleicht läuft es dann ein bisschen flüssiger. Warum fährt er trotzdem darüber, wenn ich gesagt habe, da ist eine doppelte Sperrlinie? Was ist seine Mission? Für was mache ich Straßenordnung, wenn es eh keiner berücksichtigt?
Entschuldigung. Also das ist schon wild, ne? Okay, hier muss auf jeden Fall... Wir probieren es mal mit dem Kreisverkehr. Mit einem schönen, großen Kreisverkehr. Mal schauen, ob sie es hinkriegen. Weil verkehrstechnisch ist schon... Ein bisschen wild, ne? Für was gibt es? Sie dürfen nicht links und rechts abbiegen, wenn sie es dann trotzdem über die Sperrlinie machen. Okay, warte. Wir werden auch hier das Ganze andersrum machen. Und zwar werde ich diese Straße... dahin lenken. Dann ist das, glaube ich, hier ein bisschen geordneter, das Ganze. Okay. So, was haben wir hier vor? Warum? Ich verstehe es nicht. Hier steht kein Abbiegen. Leute, was ist hier eure Mission? Hier ist zu stark befahren, das Ganze. Das Ganze ist zu stark befahren. Aber wir haben wieder ein bisschen Ordnung geschaffen. Ja, das mit dem Bus, das müssen wir uns mal anschauen. Solange wir Plus machen, ist mir das ganz ehrlich egal eigentlich. Jetzt staut sich halt hier enorm. Pass auf, wir nehmen diese Straße weg. Kriege ich das hier eventuell eine Spur versetzt? Ja. Und wir machen hier eine Abfahrt. Einfach hier so ran. Ich weiß nicht, ob die dann genutzt wird. Da ist eh keine Ampel. Nee. Ich müsste das alles rein für die LKWs anders machen. Und auch hier eventuell größere Straßen, oder? Dass wir hier auch schon mittlere Straßen nehmen. Für die ganzen LKWs. Weil hier stehen die ja auch schon... That was truly superfluous. Masterful counterpart. You're listening to Second Moon Radio, the station of levitated tastes.
dass da vielleicht wirklich schon zu viel Verkehr ist. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. Ja, das ist halt, die wollen da wieder rüber. Kann ich verstehen. Okay, hier geht's nicht. Auch hier rein staut sich's. So, und ich würde sagen, die mittlere hier machen wir auch vierspurig. Okay, dann versuche ich es hier mal mit Ampeln. Was sind Ampeln? Ein Kreisverkehr vielleicht? Ja, Entschuldigung. Ja, also... Mit dem Stil habe ich schon gemerkt, das funktioniert nicht wirklich. Hä? Geht nicht. Nutzung, Reinigung. Hat es 60% Reinigungsrate? Aber was bedeutet das? Hohe Ressourcenkosten. Metall. Das ist alles Metall. Das heißt, in Staffel... Also, wenn wirklich die Modding-Szene und das alles kommt, muss ich auf jeden Fall schauen, dass ich da das anders mache. Obwohl es mir so halt schon am besten gefallen würde. So, aber warte mal. Wir machen hier jetzt mal weiter. Das ist halt schade, dass man da halt, egal was man macht, die Straßenregeln werden nicht befolgt. Sage ich jetzt mal. Obwohl man sagt, so und so und so. Es ist denen egal.
Jetzt habe ich voll viele Busstationen kaputt gemacht. So. Wir könnten... Alter, hier staut sie es ja schon wieder. Wieso sind denn hier 15.000 Daxis drinnen? Ist halt vielleicht nicht so klug hier, das. Ja, Busstationen, das habe ich jetzt alles leider ein bisschen zerstört. Das Bildungssystem. Was, warum fährt hier ein LKW drauf? Das ist doch nichts für ein LKW. Bindung hier ist vielleicht auch nicht so klug. Das ist jetzt vierspurig. Ah, Blödsinn. Nein, hier. Das hier ist halt keine direkte Abfahrt, nix, ne? Die wollen alle gerade rein. Ja, das frage ich mich auch. Okay, schauen wir mal. Es ist überall Stau, weil die einfach alle fahren. Alter. Ich glaube, ich müsste tatsächlich alles niederreißen und neu machen.
So, wo haben wir den Stauchaos jetzt? Da hinten brennt's. Nicht mein Problem. Hier. Und hier sollte halt nur Industriegebiet sein. Ich kann, das funktioniert aber nicht, ne? Server Farm. Ja, hier ist halt gar nichts. Bis wir da hinkommen, wie viel brauchen wir da? Brauchen wir noch ein bisschen was? Dauert es noch ein bisschen. Ich hätte halt gerne gesagt, dass das rein nur Industrie ist, ne? Ich weiß halt nicht. Verbrennungsmotoren. Lastenverkehr kannst du überall einstellen. Aber das hier, das funktioniert nicht. Oh je, hier brennt's. Glücklich, aber es brennt. Hier hinten auch. The city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. What kind of future does music have if it doesn't look to its past? Well, I say the question speaks for itself. Here on Second Moon, we know you can't move forward unless you keep both eyes steadily trained on what's behind you. Wenn man das angehen, keine Ahnung. Our story this hour, Kim is unseen outside an abandoned building. That's right, Jim. This decaying shell is a symbol of the industrial decline sweeping the city. People are being laid off. The industrial sector is on the verge of collapse. And worryingly, crime is on the rise. Thanks, Kim. Always gotta watch out for crime. Nachfrage haben wir eh nach allem. We'll have more after this. Hier hinten passiert halt fast gar nichts, ne? Es spielt sich alles vorne ab. Vielleicht wirklich, dass ich zu große Industriegebiete habe, dass ich die vereinzelt irgendwo hinpacken müsste. Was ist das? Benachrichtigungen.
Hä? Und nicht alles auf einem Fleck, vielleicht ist das genau der Knackpunkt. Grundsätzlich gemacht haben wir auch noch nicht alles. Also gerade so Busse und solche Sachen. Okay, das heißt, fürs nächste Mal weiß ich es. Kleine Fleckenindustrie und nicht riesige. Ich müsste halt jetzt alles umbauen, dass ich hier die ganzen Staus und das alles wegbekomme. Das kann ich halt nicht. Da müsste ich wirklich die ganze Stadt niederreißen. Würde nicht funktionieren. Ja, schade eigentlich. Schade, schade, schade. Hat nicht ganz so geklappt. Die Staus sind verheerend, ne? Wie es hier abgeht. Alle wollen es halt ins Industriegebiet, das leider viel zu groß ist. Wir haben hier nur Industrie. Ich glaube, dass an dem liegt. Auf jeden Fall muss es an dem liegen, weil... Ja, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Weil halt auch hauptsächlich nur LKWs hier sind, ne? Das... Da wollen hauptsächlich nur LKWs rein. Hier hauptsächlich nur LKWs raus. Ich glaube, das ist zu viel. Boah. Naja. Ich glaube, wohl oder übel, ich muss das leider beenden. Und ich würde sagen, ja, wenn dann die Modding, das Modden und das alles kommt, immer wieder mit am Start und ja, so leid es mir tut, aber ich glaube, das kann so nix. Es ist zu viel. Es ist eindeutig zu viel. Ja, trotzdem ist es ein cooles Spiel. Hab mich trotzdem irrsinnig drauf gefreut und es hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Vor allem am Anfang, wo ich mir so viel Zeit lassen habe und alles schön gemacht habe. Und dann ist immer weniger und weniger und weniger geworden. Ja, aber ich glaube, ich würde es dennoch wieder so ein bisschen aufziehen. Und was ich mir halt so wünschen würde, dass... alles ein bisschen anders aussieht und nicht alles so gleich. Hier habe ich ja unterschiedlich gebaut. Also mal große, mal kleinere. Das kann man ja so lassen. Aber hier habe ich dann getestet. Und es sieht fast alles gleich aus. Wo haben wir ganz viel? Hier. Sind lauter gleiche Strukturen. Bis auf dem Hinterhof ein bisschen was verändert, aber ansonsten, es sieht halt alles so lieblos aus. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Hier. Ich weiß es nicht. Aber naja, egal. Ich würde sagen, das war es erstmal mit Cities Skylines 2. Wenn dann das Modden kommt, sind wir wieder mit am Start und da werden wir es auf jeden Fall anders machen. Ich werde auch nicht mehr Industrie auf einem Fleck machen. Ich glaube, das an dem wir jetzt liegen und das alles umbauen, zahlt sich jetzt ehrlich gesagt nicht aus. Wir haben einiges geschafft, wir haben ziemlich viel geschafft. Wir haben auch Schulden gehabt. Wir sind von den Schulden wieder rausgekommen, ohne Kreditaufnahme und ja... Aber es ist trotzdem irrsinnig cool. Ja, ich beende jetzt und sage vielen Dank fürs Dabeisein. Und wir werden uns wiedersehen, sobald das gemoddet ist. Bis dahin.
Tschüss und bis dann.